Fische, herzlich willkommen. Wochenhoroskop, 25.09. bis zum 1.10.2023. Fische, es geht schon um sehr viel potenzielles Wissen. Ja, mögliche Verträge spüre ich gerade hier energetisch. Aber auch, du brauchst eine Bestätigung. Du erwartest eine Antwort. Du möchtest dich gerne wertgeschätzt fühlen. Also wir haben bei Fische kommende Woche die Notwendigkeit weiter. Gehe weiter. Wege schließen sich, Türen schließen sich, Wege öffnen sich, Türen öffnen sich. Wenn wir von der Karte des Wagens reden, haben wir viele Frequenzen, viele Energien. Aber die Hauptenergie für dich, die mir ja zuteil wird, ist alles das, was dich nach vorne bringt, in Bewegung bringt, ja, dein Schicksal näher bringt, deinen Träumen, deinen Zielen näher bringt. Geh nach vorne, bleibe nicht auf welchen Lorbeeren sitzen, bleibe nicht auf einem Erfolg sitzen, bleibe nicht in einer Partnerschaft hängen, ja, wo du merkst, es gibt noch mehr. Kommende Woche heißt es vor allen Dingen, zu erkennen, dass deine Ziele, deine Wünsche, deine Illusionen, deine Ängste, all dein Inneres, all deine Verkörperungen, all deine Bedürfnisse, all das, was du eigentlich repräsentieren möchtest oder bist, ein bisschen blockiert sein können. Die Vergangenheit ist immer noch mal präsent. Immer wieder kommt etwas aus der Vergangenheit. Werfe dich nicht dem Drama hin, sondern füge dich der Situation, stelle dich der Situation, öffne deinen Horizont, danke auch der geistigen Welt und diesen Menschen, dass sie sich zeigen. Jeder Prozess, den du jetzt gehen wirst, Fische, wird ein Prozess der Erneuerung, ein Prozess auf eine wunderschöne Bewusstseinsebene, der Ruf der Seele, der Ruf der Seelen generell. Ein Zyklus schließt sich für dich, eine Neugeburt, eine Wiedergeburt wird sich geben. Dafür bedarf es aber auch, dass in der emotionalen Welt, in der Liebe, in der Partnerschaft, in der Sexualität, ja, Herzensmenschen, Single, wie auch immer, eine Einheit gegangen wird. Du darfst nächste Woche konsequent und diszipliniert sein, die Augen aufhalten, ja, aber nicht Forderungen stellen, wenn du diesen Forderungen anderer Menschen nicht gewachsen bist, okay? Nächste Woche heißt es vor allen Dingen für Fische, alle Projekte, die du erzielen möchtest, werden ein wunderschönes Ergebnis haben, aber wir brauchen Disziplin, wir brauchen Ordnung, wir brauchen auch diese männliche Power-Energie in dir, aber auch gleichzeitig die feminine, fischige Energie, die alles wieder ins Lot bringt. Also nächste Woche ist es wirklich ein Machtkampf der Gefühle, der Emotionen, Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, Gerechtigkeiten, Erfolge, Spiritualität, alles ist dabei. Ordne ein bisschen dein Innen und dein Außen und dann geh einfach frohen Mutes nach vorne und warte nicht länger, bis dass sich eine Situation einfach von alleine klärt, sondern du hast die Klärung in der Hand, du hast den Erfolg in der Hand, du hast die Papiere in der Hand, du hast das in der Hand, was in der Hand zu halten ist. Was du einfach nur verhindern darfst, ist alles Schwammige, alles Toxische, alles, was halt nicht gesund ist, okay? Fische, möchtest du mehr wissen? Schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Denk dran, in meinen Legungen hier kann ich nicht immer alles kundtun, aus rechtlichen Gründen auch. Aber in den privaten Legungen geht es sehr intensiv in die Materie rein. Ja, es lohnt sich alle Male. Notfall-Express-Termin für am gleichen Tag kriegst du bei mir, wenn du mich anschreibst und ich spüre, es ist echt ein Notfall. Ja, ansonsten September nur noch ein Termin frei. Oktober ist wieder offen und meine Termine sind schnell vergriffen. Ich freue mich, Fische, ab nach vorne. Es wird eine mega geile Woche. Bis dahin. Bye.